Irina Schlauch verschenkt ihr Herz. Die erste Princess Charming Deutschlands sucht auf TV Now in den vergangenen Wochen nach ihrer Prinzessin. Das Finale der lesbischen Kuppelshow könnte spannender kaum sein. Denn mit Elsa und Lou stehen zwei Frauen im Showdown, die Iri beide regelmäßig um den Verstand bringen. Wie oft es im Laufe der Show zu innigen Küssen zwischen den jeweiligen Paaren kommt, können Zuschauer gar nicht mehr zählen. Nach einem romantischen Date mit Lou inklusive Kutschfahrt, Porträtmalerei und einer Übernachtung und einem Rendezvous inklusive Rundflug über Griechenland, Kaffeesatzleserei und natürlich ebenfalls einem Date über Nacht mit Elsa, entscheidet sich Irina, mit wem sie gemeinsam aus der Show gehen möchte. Ihr Herz schlägt für Lou. Lou, danke, dass du mich so schön verzaubert hast. Ich freue mich darauf, noch weitere Facetten an dir zu entdecken und diese Reise mit dir zusammen weiterzugehen. Offenbart die Princess ihre Auserwählten im Finale. Für Elsa hingegen seien Irinas Gefühle nicht stark genug. Eine gemeinsame Zukunft mit der Sportmanagement-Studentin kann sich die Rechtsanwältin nicht vorstellen. Für Elsa zwar nicht unbedingt komplett überraschend, trotzdem aber ein herber Schlag. Ich habe das irgendwie schon erwartet. Einfach weil die beiden viel mehr Zeit hier miteinander teilen konnten. Es ist traurig und enttäuschend. Tatsächlich rechnet die 23-Jährige mit diesem Ausgang aber erst ganz zum Schluss. Im Zoom-Interview mit Promiflash Ende Juni schätzt sie ihre Chancen eigentlich noch ganz gut ein. Allerdings auch die von Lou. Auf die Frage, welche Princess Charming-Kandidatinnen sie als Favoritinnen sieht, gibt sie damals zu: Immer mich selber. Ich habe mich durchgehend vorne gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Aber auch Lou. Lou habe ich auch ganz schnell auf dem Schirm gehabt und gemerkt, Lou ist mega gut dabei. Tatsächlich verstehen sich die Princess Charming Girls extrem gut untereinander. Miri, die es unter die Top 4 schafft, zeigt in ihrer Instagram-Story, dass einige von ihnen das Finale sogar gemeinsam verfolgen. Immer mit dabei ist übrigens auch YouTuberin Annikation. Sie kommentiert auf ihrem Channel die gesamte Princess Charming Staffel und unterhält damit eine riesige Abonnentenschar. Sowohl privat als auch aus Kennersicht kann Annika die Finalwahl von Irina also bestens einschätzen. Gegenüber Promiflash meint sie: Ich finde Lou eine schöne Entscheidung, weil ich finde, man sieht bei den beiden richtig krass, wie verbunden sie waren in dieser Zeit. Bleibt zu hoffen, dass diese Verbundenheit auch nach der ersten Princess Charming Staffel Deutschlands anhält.